Es ist ja auch nicht einfach, wenn man überlegt, wie viele Jahrzehnte jetzt hier wirklich ganz bewusst subtil gegen die Menschen hier gearbeitet wurde. Also wirklich systematisch, nicht nur mal so ein bisschen, wir installieren eine Marionette und als Regierung und fertig, sondern systematisch umerzogen. Ein völlig verdrehtes Bild von sich selbst und auch von der Geschichte. Also ich glaube, das ist zumindest das, was ich bei mir sehen kann. Man muss hier wirklich die Box groß machen. Man muss diese kleine Box, in der wir uns gedanklich immer noch bewegen, die ja sehr viel mit The German Angst zu tun hat, ja, und dieses Schuldgefühl, dass man immer gleich in den Verdacht gerät, wenn man sich ein bisschen für eigene Interessen einsetzt, dass man dann immer gleich, du bist schuldig, du darfst das gar nicht, du darfst keinen Stolz entwickeln oder so ein Heimatgefühl oder so eine Heimatliebe, ist ja sofort ganz schlecht und dann wird man gleich wieder in diese entsprechende Ecke gepackt. Da merkst du, wie diese Muster wirken. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist überhaupt, dass man, deswegen rede ich jetzt auch über dieses Thema so ausführlich, dass man sich erstmal über dieser Dynamiken, dieser innerpsychischen Muster infolge von traumatischen Erfahrungen, dass man bewusst wird. Das ist der allererste Schritt, dass man erstmal erkennt, was läuft da eigentlich? Weil nur dann kannst du dich, sage ich mal, innerlich auf deine, ich sage mal, Erwachsenenebene bewegen, also raus aus diesem verletzten inneren Kind, weil das sind ja Kinder eigentlich. Das sind ja eingefrorene emotionale Zustände, die meistens in der Kindheit entstanden sind und später einfach hauptsächlich getriggert werden. Dass du erstmal überhaupt erkennst, Moment mal, was passiert denn da eigentlich drin? Das bin ja gar nicht ich, sondern das ist etwas, was eine Verletzung erlebt hat und daraufhin einfach eine Reaktion zeigt. Also ganz einfach, also sozusagen sich, ich sage immer, sich selbst objektivieren, also sich selbst von außen mal betrachten und auch zwischen dem Reiz, der unter Umständen jetzt ein Trigger ist und eine Reaktion auslöst, mal solche mal die ein bisschen Abstand reinbringt. Also da kommt jetzt etwas, was du ja auch schon beschrieben hast, und plötzlich fühlst du etwas in dir. Und das ist aber im Widerspruch zu dem, was du im Verstand mit dir rumträgst. Dann kommst du in so einen innerlichen Konflikt, wo du eigentlich merkst, eigentlich möchte ich doch das, was ich in mir fühle, zum Ausdruck bringen. Aber ich weiß, wenn ich das tue, dann habe ich Konsequenzen zu befürchten da draußen. Weißt du, so ein Mensch, der so funktioniert, wie soll der wirklich in die Fülle kommen und geben und die Welt sozusagen, also solche Lehren in die Welt bringen oder dafür sorgen, dass das in die Welt getragen wird? Der muss erstmal das in sich erstmal erkennen und auch merken, wie es einen hemmt. Und man muss sich ja auch wieder fragen, und die Beantwortung dieser Frage überlasse ich jetzt einfach mal auch den Zuschauern, warum wurde und wird speziell so gegen die Deutschen vorgegangen, seit Jahrzehnten? Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.